brennwert und solar alles gute kommt von oben erdgas-brennwertheizungen arbeiten besonders effizient da sie beim heizen entstehende abgaswärme nicht ungenutzt lassen sondern erneut dem heizkreislauf zuführen. über eine regelung wird die aktuell benötigte heizleistung stufenlos angepasst um nicht unnötig energie zu verbrauchen. im beispiel sehen wir ein wandhängendes brennwertgerät das sich einfach mit solarthermie-systemen kombinieren lässt. Dieses nutzt kostenlose Sonnenenergie und kann in jeder Region für die Warmwasserbereitung eingesetzt werden. Aufgrund ihrer kompakten Abmessungen lassen sich Brennwertgeräte sowohl in Wohn- als auch in Hauswirtschaftsräumen sowie im Keller platzsparend unterbringen. Auch eine Einbindung als Dachheizzentrale ist möglich. Im Vergleich zu älteren Systemen lassen sich durch die Kombination von Brennwert und Solar bis zu 55% der klimaschädlichen CO2-Emissionen einsparen. Wie funktioniert eine Erdgasbrennwertheizung im Detail? Erstens, das Erdgas verbrennt unter Luftzufuhr. Dabei entsteht Verbrennungswärme. Zweitens, mit Wasser wird die Wärme zum Heizungssystem und in den Wärmespeicher transportiert. 3. Durch Abkühlung der Verbrennungsgase unter den Taupunkt von ca. 55 Grad Celsius wird die im Wasserdampf enthaltene Energie in Form von Verdunstungswärme freigesetzt. Das dabei entstehende Kondensat wird in die Kanalisation abgeleitet. Viertens. Die Nutzung der Verbrennungswärme führt zu einem zusätzlichen Wärmegewinn von bis zu 11 Prozent. Der Wärmespeicher regelt optimal abgestimmt die Wärmeströme von den Erzeugern, zum Beispiel einer Brennwertheizung der Solaranlage, zu den Verbrauchern, wie Dusche oder Waschbecken. Steht nicht genügend Wärme aus der Solarthermie zur Verfügung, heizt die Erdgasbrennwerttherme modulierend dazu. Zudem wird im Wärmespeicher die gewonnene Solarenergie eingelagert, damit jederzeit wohlfühlwärme bereitgestellt werden kann. Die benötigte Größe des Wärmespeichers ist davon abhängig, ob neben der Warmwasserbereitung auch eine solare Heizungsunterstützung geplant ist. Im Beispiel wird ein Speicher gezeigt, welcher für beide Einsatzzwecke ausgelegt ist. Steht während der Nacht- oder Schlechtwetterperiode keine ausreichende Wärme aus der Solarthermie oder dem Speicher zur Verfügung, übernimmt die Erdgasbrennwertheizung die gesamte Wärmeversorgung. Sie ist in der Lage, auch schwankende Leistungsanforderungen kurzfristig abzudecken. Flach- oder Vakuumröhrenkollektoren nutzen die Sonneneinstrahlung zur Wärmegewinnung und geben die gewonnene Energie an den Wärmespeicher des Systems ab. Mit einer Kollektorfläche von 1 bis 1,5 Quadratmeter pro Person können im Jahr bis zu 60% des Energiebedarfs bei der Warmwasserbereitung abgedeckt werden, von Mai bis September sogar bis zu 100%. Soll neben der Warmwasserbereitung auch die Raumheizung mit Solarenergie unterstützt werden, ist eine Kollektorfläche von 2 bis 4 Quadratmeter pro Person erforderlich. Je nach dem Standard des Hauses lassen sich so 10 bis 30 Prozent in Niedrigenergiegebäuden bis zu 50 Prozent der Brennstoffenergie einsparen. Das Heizungssystem eines Gebäudes sollte unter Berücksichtigung von Design und Komfort genau auf die Heizlast abgestimmt und individuell raumweise zu regeln sein. Um den größtmöglichen Solaranteil im Heizkreislauf zu erzielen, kommt es vor allem auf die Heizungsregelung an. Sie ist für das perfekte Zusammenspiel der einzelnen Systemkomponenten erforderlich. Abhängig von der Raumtemperatur und der Witterung berechnet sie, wann es sinnvoll ist, zuzuheizen und wann die erzielten Solarerträge für einen ausreichenden Wärme- und Warmwasserkomfort sorgen.